Male, ich bin zurückgekehrt. Und ich habe Sebastian mitgebracht. Achtung! Ja. Dann zuerst mal mit dem Male. Marley, es ist mir eine wahre Freude, dir mitzuteilen, dass du im letzten Kapitel meiner Memoiren die Bühne betrittst. Ist dem so, Quartiermeister? Ich werde es wohl ein Tag im Tode eines Piraten nennen. Ich kann mich nicht erinnern, einem Auftritt zugestimmt zu haben. Berückt von meinem betörenden Charme blieb der Marley wenig übrig, als meine Offerte anzunehmen. Ach. Wunderbar. Hab Dank für die anregende Konversation, Marley. Jetzt muss ich nur noch den angemessenen Tabak für dieses Kapitel ausfindig machen. Der ist schon was Eigenes. Ich habe genau das Richtige in einer der Kanonen verstaut. Lasst es mich geschwind holen. Gut. Okay. Mein Tabak wurde mir schon schade. Schrott. Damit hatte ich fürwahr nicht gerechnet. Pinkus, was hat Ihnen das Meer getan, dass Sie es beschießen? Da stand ich nun. Vor mir die abgefeuerte Kanone. Mein Tabak im Winde und Rauch verweht. Doch ich kannte kein Verzagen. Wovon reden Sie eigentlich? Werden wir angegriffen? Angegriffen? Dies wäre eine wirklich vorzügliche Ergänzung meines nächsten Kapitels. Was hat das mit Ihren Memoiren zu tun? Nun, meine Liebe, jedes neue Kapitel meiner Memoiren verlangt nach dem passenden Tabak. Und den für dieses Kapitel hatte ich in jener Kanone verstaut. Verstehe. Also haben Sie ihn hinaus ins Meer geschossen? Zu meinem Leidwesen, ja. Nun muss ich wohl einen anderen Tabak ausfindig machen. Hab Dank, Fräulein Ephia. Ich werde gewiss wieder auf dich zurückkommen. Ich kann's kaum erwarten, Pinkus. Ich muss Nun mir das muss Loch ich reifliche Überlegungen darüber anstellen, womit ich meine Pfeife stopfen könnte. So, Crew-Mission abgeschlossen. Verbessert den Skill Seelenstöben, sodass Pinkus jede Art von Wache übernehmen kann. Brogos Nikare müssen allerdings zuerst erzürnt werden. Okay, tönen nicht schlecht. Es ist alles nicht schlecht. Aber ich nehme zuerst den Pinkus. Mit meiner Zeit treibt man besser keinen Schindluder. Ach, das habe ich nicht vor. Sprich mit Sebastian. Ein neues Kapitel meiner Memoiren. Willkommen auf der Marley, Sebastian. Dieses Schiff ist ein neues Heim. Du kannst dich vor meiner Kabinentür ausruhen. Großherzig wie immer, Quartiermeister. Ah, und hier ertönt die liebliche Stimme der Marley selbst. Sie wirkt vielleicht ein wenig furchteinflößend, doch ihr werdet euch sicher im Nu prächtig verstehen. Wohl eher nicht. Hallo, Schiff namens Marley. Schon jetzt ein Herz und eine Seele. Wie erfreulich. Nun, stellen wir uns gemeinsam diesem Trümmerspiegel und beenden diese Farce. Ein Spiegel, Herr. Oh, eine kapriziöse magische Apparatur, die darauf besteht, dass zwischen uns Misshelligkeit herrscht. Das wäre keine Herausforderung. Ja, dann mal sehen, ob es wirklich keine Herausforderung ist. So. Wohlan, verehrter Trümmerspiegel, erlaube mir, dir Sebastian vorzustellen. Guten Tag. Ist der Trümmerhaufen nun vollends dahin? Ich schätze mal, der Spiegel antwortet erst, wenn er zufrieden ist. Wonach sollte er denn noch verlangen? Ich habe meine Verfehlungen wieder gut gemacht, wenn man sie denn als solche bezeichnen möchte. Und aller Zwist ist vergessen. Herr, mit Verlaub, ich denke, ich weiß, wo das Problem liegt. Nun denn, Sebastian,
Dieser Zauberspiegel scheint ohnehin nicht gewillt, meinen Konversationsbemühungen nachzugeben. In den vielen, vielen Jahren, die ich von euch zurückgelassen im Gefängnis verbrachte, konnte ich über vieles nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Sebastian, dir muss wohl wortwörtlich der Verstand verknöchert sein. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass es euch nur aufhielte, die Knochen eures alten Dieners herumzutragen? Du hast in der Tat schwere Knochen, Sebastian. Wonach also verlangt es dich? Eine Beisetzung nach den Riten des Urteils der Maid. Doch, ich bitte dich, was kümmert dich das Urteil der Maid? Meines sollte doch wohl ausreichen. Die Maid richtet einen ausschließlich nach der eigenen Überzeugung und der Hingabe an das von ihr erbrachte Opfer. Es hat also nichts mit den unbarmherzigen Äußerungen zu tun, zu denen ihr euch über die Jahre habt hinreißen lassen. Und wohin müssen wir uns für eine solche Beisetzung begeben? Gran Alcazar, my lord. Ah, ein weiteres Mal werden wir ungesehen in ihre Feste einfallen und der Gefahr ins Gesicht lachen. Aber nein, Herr, ich möchte nur... Ein letztes Abenteuer steht uns bevor. Sebastian, bereite alles für unsere Abreise vor. Wir gehen zu deiner Beerdigung. Ja, das ist dann wohl wortwörtlich, ne? Dann, vermutlich... Setze Kurs, Frau Navigatorin. Gran Alcazar. Presswaldsprüfung Teil 2. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder bis hier hinten durch kämpfen müssen.